Hobby. Knusper, knusper, Knäuschen. Der knuspert an meinem Häuschen. Alles süße Sachen. Und da dreht sich natürlich die Frage auf, wie sind Sie zu diesem Hobby gekommen? Ja, das war zu Weihnachten gewesen. Da habe ich nach einem Geschenk gesucht, alles hat es schon gehabt. Und da sind mir die Knusperhäuschen eingefallen, so in dieser Art. Und das ging damit los. Dann war Ostern vor der Tür, selbe Problem wie jetzt. Immer wieder Osterartikel. Und zum Geburtstag. Und dann kam derjenige an, ach, wir haben hier eine Feier, mach mal dies, mach jenes. Und so ging es immer weiter. Naja, also wenn ich diesen LKW da sehe, dann würde ich ja glatt mich da reinsetzen, aber ich glaube nicht mal, dass ich da mitfahren würde, sondern da würde ich mich einmal rundherum futtern. Wie ich sehe, ist dieses Auto ja auch mit Licht, mit Positionsleuchten bestückt, also modernste Technik. Ja, da ist zweierlei in eins verbunden. Als ersten Beruf bin ich Bäcker und als zweiten Industrieelektroniker. Somit hat sich mein Hobby gleich verschmolzen. Nun haben Sie sich ja auch einen Namen zugelegt, der Ihr freundlich gesagt zum Lachen ist. Und zwar, wie heißt er? Und zwar bin ich der Graf Keks. Da hat mich mal eine berühmte Zeitung draufgebracht. Und jetzt ist das mein Künstlername. Sie haben die verschiedensten Exponate hier. Also das fängt an mit einer... mit einem frohen Ostern und vielen Ostereiern. Das ist ganz niedlich. Dann sehe ich den Osterhasen. Wie machen Sie diese Dinge? Ja, da kommt einem so zugeflogen einfach. Man sieht die Produkte, die es so zu kaufen gibt, und dann geht's los im Kopf. Dann setzen Sie die in Ihre eigenen Gedanken um und bauen daraus was, ja? Ja, so ist das. Das ist wie beim Malen. Man fängt an und dann kommt das erstmal. Und die nächste Idee ist dann schon wieder programmiert. Nun könnte ich mir lebhaft vorstellen, dass wenn Sie so etwas verschenken oder wie ich vermute auch verkaufen, dass die es bekommen, nicht unbedingt das essen, denn es sieht ja mehr als niedlich aus, ja, und macht ja auch eine ganze Menge her. Wenn ich hier die Schneemänner oder Schneemann sehe, also den würde ich nicht essen, die würde ich mir irgendwie auf die Vitrine stellen. Ja, naja, sicher, die sind natürlich auch zum Essen da, was wer das im Markt, da kann sich das hinstellen. Es gibt natürlich Objekte, so wie das sind natürlich so eine Schaustücke, wo man sich da so mehr oder weniger viel Mülleimer produziert. Es sind aber alles Dinge, und darauf will ich letzten Endes hinaus, die Sie, also die so hergestellt sind, dass sie jederzeit gegessen werden können. Ja, die sind alle essbar. Man kann das also alles genießen und essen. Es sind nur Zucker und Kekse und Lebensmittel. Und wie lange brauchen Sie immer für ein Geschenk oder Ihr Verkaufsstück? Naja, das kommt drauf an, das kann man nicht auf immer produzieren, weil ja Trockenzeiten noch dazu stehen. Aber so 10, 20 Minuten, so ein kleines Teil, zusammengerafft natürlich. Wie gesagt, schon. Und Sie sind immer mit Freude dabei? Ja, sicher. Man, die Ideen, die werden nicht weniger, und dann ist das natürlich logisch. Na dann, reiches Knabbern und schönen Dank. Also ich habe vor 10 Jahren angefangen zu malen mit Farbe auf Leinwand, auf Papier, auf Acryl, auf Papier oder Aquarellmalerei, und habe vorher vorwiegend nur gezeichnet, alles sporadisch, mehr oder weniger aus dem Spaß heraus, aus einer Laune heraus. Und beschäftige mich jetzt aber so seit einigen Jahren intensiver damit, aber alles in der Freizeit, privat, also hat nichts mit meinem Beruf zu tun. Und das Interesse daran ist gestiegen, und man entwickelt sich auch dabei im Laufe der Jahre. Also mein Weg führte dahin, dass ich anfangs mir Motive ausgesucht habe, die mehr oder weniger, sage ich mal, nachgemalt habe. Ob es jetzt Impressionisten, Expressionisten waren oder welche Kunstrichtung auch immer, um dann so nach und nach so ein bisschen zur eigenen Linie zu kommen oder zum eigenen Stil zu kommen. Und das ist für mich jetzt die abstrakte Malerei in letzter Zeit, so seit circa 1,5, 2 Jahren.
Man heißt ja abstrakt, wenn man das im Sinne übersetzt, gegenstandslos. Aber so ganz so gegenstandslos ist ja das Abstrakten auch nicht. Naja nun, also es ist eine Malrichtung, die sich zunächst mal löst von dem, was man unmittelbar erkennen oder fassen kann. Und wenn man so will, ist es ein Darstellen von Form und Farbe. Wobei auch die Farbe zurücktreten kann zugunsten von meinetwegen sogar monochromen Bildern, die nur in Blau, Rot oder wie auch immer gehalten sind. Was aber nicht heißt, dass man da auch durchaus auch andere Farben mit reinbringt, die später überdeckt sind. Also dieses Bild in der abstrakten Malerei entwickelt sich, wie ich meine, mehr, als wenn ich etwas gegenständlich darstelle, ein Stillleben, ein Porträt oder was auch immer, nicht? Wo ich es meinetwegen vorher im Kopf habe und dann umsetze. Und entweder es ist gelungen oder nicht gelungen, ist auch eine Geschmackssache. Die abstrakte Malerei ist mehr etwas, was, wie ich finde, was wächst, sich entwickelt. Richtig. Man hat ja zunächst, richtig, man hat, also ich zumindest, ich habe da jetzt nicht kein Vorbild, sondern ich gehe mehr oder weniger spontan ran. Und es entwickelt sich auf dem Papier oder auf der Leinwand. Ja. Und das ist die eigentlich interessante Angelegenheit. Ja. Also es ist tatsächlich eine Entwicklung. Ja. Man geht immer, also ich gehe auch wieder zurück, dass ich manchmal etwas auch darstelle, Blumen, was auch immer. Aber dieser Weg, gegenstandslos zu malen, ist doch letztendlich eher meine Sache in letzter Zeit. Das ist auch eine gute Erklärung für die Künstler, nicht nur für den Künstler, sondern für die Künstler allgemein, die abstrakt malen, weil man ja da manchmal der Meinung ist, na, was haben denn die sich dabei gedacht? Wenn man aber jetzt hört, also wenn ich jetzt von Ihnen höre, dass sich ein Bild oftmals erst während des Schaffens entwickelt, ist das in gewisser Weise auch verständlich. Oder es entwickelt sich, es ändert sich auch, nicht? Also es wandelt sich, ja. Und man muss die eigentliche Schwierigkeit bei der ganzen Malerei, erst recht bei der abstrakten Malerei, ist der Punkt, wo man anfängt und der Punkt, wann hört man auf. Ja. Und wann fängt es möglicherweise an zu kippen. Und man hat dieses Gefühl, jetzt ist es nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Und verändern kann. Man kann auch ein Jahr lang an einem Bild malen, es kann aber auch nach einer Stunde fertig sein. Erwischen Sie sich unter Umständen auch dabei, dass Ideen übersprudeln und man von Minute zu Minute die Dinge völlig verändert? Ja, zweifellos. Es ist manchmal so, dass so viel vorhanden ist, dass man das, was man jetzt im Kopf hat oder im Gefühl hat, kaum umsetzen kann, weil es einfach schon fast zu viel ist. Also man kriegt Probleme beim Malen, wenn man zu viel reinpackt. Nicht? Um ein Beispiel zu nennen, wenn ich mich jetzt auf, sagen wir mal, geometrische Figuren reduziere oder beziehe, dann muss ich vorsichtig sein damit, ob ich jetzt die gerade Linie durchbreche mit einer geschwungenen Linie, ob ich Kreise, Quadrate, Dreiecke oder was auch immer zusammenbringe. Und letztendlich gilt nur immer die Harmonie. Und wenn es noch so abstrus, absurd oder fast abwegig ist, sodass der Betrachter sagt, ja, was ist das, was soll das? Ja, aber dieses Empfinden oder dieses Gefühl oder dieses Ziel des ein Bild zu schaffen, was letztendlich harmonisch ist. Das ist das Eigentliche, was meiner Meinung nach hinter der Malerei, und nicht nur hinter der Malerei steht, sondern hinter der Kunst schlechthin. Egal, ob es eine griechische Statue ist oder ein griechischer Tempel oder ein abstraktes Bild, wo man vielleicht oder wo der eine oder andere erstmal nichts mit anfangen kann. Ja. Vielleicht auch ein Punkt, den Sie eben dargestellt haben, dass jeder Künstler mit seinem Werk etwas aussagen will. Es steckt auch eine Aussage drin und ich denke, dass also die eigene, letztendlich auch die eigene Persönlichkeit oder der Charakter, das Wesen schon auch in der Malerei zum Ausdruck gebracht wird. Egal ob mit Motiv, ohne Motiv, ob fassbar, also konkret oder abstrakt, letztendlich spielt es auch gar keine Rolle, ob ich eine Blume erkenne, ein Haus oder ein Gesicht erkenne oder ob ich nur Farbe sehe.
oder Form und Farbe. Die Bilder können auch grau in grau sein, wenn man so will. Sie können trotzdem hochinteressant sein, wie man also in vielen, jetzt im Hamburger Bahnhof beispielsweise, in Berliner Museen, wo ja sehr interessante Ausstellungen stattfinden, nicht, wo also teilweise Bilder in Schwarz gehalten sind, in Grau gehalten sind. Aber umso mehr man davor ist, umso mehr man hinschaut, umso mehr sieht man drin. Also man sieht auch die Faszination, die von diesem Gemälde ausgeht oder von dieser Darstellung ausgeht. Muss noch nicht mal ein Gemälde sein, es kann ja auch eine Materialbild sein, nicht mit verschiedenen Materialien, Metall, Holz, was auch immer. Man kann alles benutzen, ist nichts Neues. Hat Picasso schon auf die Spitze getrieben und viele andere auch, 20er Jahren schon. Ja. Auch die abstrakte Malerei ist ja eine Geschichte, die schon kurz nach der Jahrhundertwende schon beispielsweise von Kandinsky schon auf die Spitze getrieben wurde, ja, und kaum zu überbieten ist. Es ist eigentlich schon im vorigen Jahrhundert alles gemacht worden. Und trotzdem geht es immer weiter. Wie in der Literatur, so ist es auch in der Malerei und in jeder Kunstrichtung. Karten, eine alte Bahn, siehe Spielkarten, Kugelschreiber, Telefonkarten, wie ich sehe. Vignetten. Ja, also jede Menge vieler Dinge. Wie sind Sie zu dem Hobby gekommen? Ja, also 1960 fing ich an, Ansichtskarten zu sammeln, die ganze Welt, wo ich eine Karte gekriegt habe von Bekannten oder Verwandten, alles wurde genommen. Und einen Weihnachten hat mein Mann mir einen Alm mitgebracht mit alten Ansichtskarten, mit so Gruß aus und mit Blumen. Und also es war so wunderschön, da habe ich Feuer gefangen. Und dann bin ich auf Börsen gegangen, habe gekauft, auf Trödelmärkte, habe von überall geschenkt gekriegt. Und mein Mann hatte zu der Zeit auch Briefmarken gesammelt. Und das wurde dann zu viel und auch zu teuer. Und dann fing er an, Messemarken zu sammeln. Also diese Art von Briefaufkleber wurde früher von den Firmen raufgeklebt. So, und dann kamen sie an mit Zuckerstücken und mit Streichhölzer. Ich konnte nichts wegschmeißen, alles wurde gesammelt. Denn. Und mein größtes Hobby ist jetzt zur Zeit Kugelschreiber. Ich bin verrückt nach Kugelschreiber, habe schon 7000 Stück verschiedene und habe 50.000 Aufkleber, habe viel mehr gehabt, habe ich alles weggegeben, weil ich keinen Platz mehr habe. Wir haben eine 1,5-Zimmer-Wohnung, da geht es nicht mehr alles rein. Also ist das anfängliche Hobby ja schon bald eine Leidenschaft geworden. Eine Gier geworden. Nach allem, was schön ist, was schön aussieht, das muss ich haben. Ja. Na, ich gehe aber davon aus, dass das auch Spaß macht. Es macht unheimlichen Spaß. Also so viele Stunden, wie ich sitze an meinen Hobbys, und dann wird mal wieder angeguckt und umgebaut und aussortiert und wieder neu reingemacht. Also es ist Wahnsinn. Macht Spaß. Da brauchen Sie ja schon halbwegs einen Computer, um das alles aufzulisten. Ich weiß, was ich habe, weil ich eben alles liebe. Und die Kugelschreiber, die habe ich alle sortiert und unter Motiven sortiert und aufgeschrieben im Alm, im Buch. Und da kontrolliere ich dann immer, ob ich sie habe noch und nicht habe und so. Also macht Spaß. Wie lange sind Sie jetzt schon hier auf der Ausstellung? Also seit wann sind Sie hierher gekommen? Naja, das ist wie gesagt, vor 3 Jahren habe ich das mal irgendwo gelesen und da habe ich mich hier beworben, ob ich hier auch ausstellen kann und so weiter und habe einen Tisch gekriegt. Und nun komme ich jedes Jahr und zeige immer alles, was ich habe. Hier zum Beispiel die alten Kärtchen von früher, das waren Geburtstagskarten, die wurden also bis so kleine im Kuvert verschickt. Also nicht wie heute mit einem Briefmarke drauf und dann hat sich's. Sondern die wurden richtig im kleinen Kuvert wurden die verschickt. Das sind ja teilweise schon wie Oblaten. Wie Oblaten, ja. Manche sind zum Ausziehen und also es ist wunderschöne Sachen bei. Und die eine, die ist von 1875 hier. Ist die erste und die älteste. 1875.
Also dann darf ich davon ausgehen, dass das schon eine Rarität ist. Was noch? Radio, Rundfunk. Die älteste Möglichkeit, um miteinander zu kommunizieren. Sie sammeln diese Geräte. Und wie man sehen kann, recht alte Geräte. Ja, ich denke auch. So ab 1910 aufwärts. Ab 1910 aufwärts. Ja. Also praktisch aus dem Urbeginn der Rundfunkzeit. Aus den Kinderschuhen, sag ich mal. Nicht? Über Volksempfänger, alles was sammelnswert ist, seit Trichterlautsprecher 1928, habe ich gerade reinbekommen. Kostet natürlich auch eine Stange Geld immer. Schön wird man ja, wenn man eine Schule kriegen könnten in Alt-Rudow, also Räumlichkeiten, sag ich mal. Wir haben einen großen Leerstand in Berlin, aber man muss halt einen Sponsor finden, der einen das bezahlt, weil als Privatmann kann man das nicht. Ansonsten sammle ich jetzt ungefähr, sag ich mal, 18 Jahre. Mache auch Reparaturen und eigentlich gehört mein Herz nur dem Rundfunk. Nicht dem Fernsehen, sondern nur dem Rundfunk. Und dass dieses Rundfunkmuseum in Berlin am Funkturm zugemacht wurde, habe ich sehr bedauert. Man gibt so viel Geld für unnütze Sachen aus, jedenfalls in meinen Augen unnütz. Und das bedauere ich eben, wie gesagt, sehr, dass das alles im Keller verschwunden ist. Und nun spricht man von einem Neubau am Kontrollpunkt Babelsberg. Aber wenn nicht mal die Miete da ist, denke ich, wird ein Neubau auch nicht funktionieren. Sie sagten jetzt, in den Kellern verschwunden. Ich fürchte mal, dass dieses Museum ja veräußert worden ist zum Teil. Und da liegt das Bedauerliche, weil eine Sammlung wie die Ihre hier, eine Sammlung einfach zerrissen wird und auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Ja, vor allen Dingen ist zu bedauern oder bedauerlich, dass Sammelstücke bei waren, die von älteren Leuten verschenkt wurden ans Museum, in gute Hände, wie man annahm, und dass man die dann veräußert. Und das ist nicht okay. Na? Ich meine, ich freue mich auch immer, wenn ich was geschenkt kriege, aber den überwiegend Teil habe ich gekauft. Nicht zwischen 10 und 1000 Mal, kann ich ruhig hier sagen. Nun sind Sie ja doch ein wenig vorbelastet, berufsmäßig vorbelastet. Ja, ist richtig. Ich war 41 Jahre bei Siemens, habe einen rein mechanischen Beruf, Facharbeiter, Maschinenfacharbeiter, bin aber nach ein Jahr Lehrzeit beziehungsweise ein Jahr Gesellenzeit, bin ich dann in dieses Rundfunkwerk gegangen, RWB, Radiowerk Berlin von Siemens am Sonnendamm. Und das hat mich einfach mehr interessiert und seitdem ist die Liebe eben. Es war schade, dass 62 das Werk zumachte und dann habe ich mir die Arbeit im Prüffeld gesucht, die also mit Elektrotechnik zu tun hatten. Die Exponate, sagten Sie, sind aus dem Jahre? 1910 aufwärts. 1910 aufwärts. Da haben Sie, da muss ich voraussetzen, dass ich diese Sammlung schon kenne, ja einige Dinge, die erwähnenswert sind. Da würde ich doch gerne einiges von Ihnen hören. Ja, was zum Beispiel? Blechradio, Röhrenempfänger. Wird mit einem Trichter gespielt, will ich auch noch vorführen. Ein bisschen schwierig hier drin, ist ein reiner Betonbau, ja, und da hat man so ein bisschen Probleme mit der Antenne, ne? Weil ist einfach eine gewisse Abschirmung da. Nicht? Was erwähnenswert ist, wäre ein Drahttongerät, wo ein dünner Stahldraht die Musik übernimmt oder macht. Dieses Gerät hier, da fungiert eine Armbanduhr als Mikrofon. Es wird wie ein Handy oder ein Kassettenspieler getragen und ist, wie gesagt, ein ganz dünner Stahldraht, den also ich ohne Brille nicht sehe, und der übernimmt die Musik oder das Sprechen genau wie ein Tonband. Also quasi ein Resonanzboden. Ja, ein Tonträger. Das gleiche Gerät gibt es nochmal mit Band, auch von der Firma Protonia. Ja. War eine Tochter von Telefunken damals. Und ist baugleich, man kann dasselbe Netzteil benutzen. Nicht? Mhm. Diese Trichterlautsprecher, die man hier sieht, die sind aus dem Jahre 28, haben einen wunderschönen Klang, muss ich sagen. Also wie eine Stereoanlage beinahe. Nicht mal blechern oder so, ist erstaunlich. Ja? Mhm. Und das ist eben besonders schön. Hier dieses Holzgerät mit den zwei Röhren ist aus Dänemark, ganz bekannt. Das sind so Raritäten, die man heute kaum noch findet und die dann auch unverkäuflich sind.
Und dieses Gerät hier? Das ist der erste Löwe Weitverkehrsdetektor. Mhm. Und zwar mit der Mehrfachröhre 3NF hieß das Teil. Und die hatte intrigiert schon die Widerstände und Kondensatoren eingeschlossen. Aha. Im Vakuum. Mhm. Und das wurde mit Kopfhörern betrieben? Kopfhörern, oder? Und Batteriebetrieb. Ne? Mhm. Außerdem haben wir dann auch noch einen russischen Geigerzähler. Nicht? Die Leute haben ja früher Leuchtziffern gehabt. Die Armbanduhren waren also gar nicht so gesund, wenn man die Tag und Nacht getragen hat. Muss mal probieren, ob es klappt. Klappt nicht, Vorführeffekt. Doch. Radioaktivität der Leuchtziffern. Ist ungefährlich, die Dosis ist nicht so sehr hoch, aber man sollte trotzdem so eine Uhr nicht Tag und Nacht tragen. Wir machen damit die Steinsproben. Aha. Es gibt nämlich auch sehr interessante Steinsammlungen. Der Herr der Ringe ist für Sie nicht nur ein Buch, sondern man kann mal sagen, Sie durchleben das. Erzählen Sie mal. Ja, der John Ronald Reuel Tolkien hat eine Welt für sich erschaffen, die er so komplex gestaltet hat, dass sie sich nicht nur auf einzelne Bücher bezieht, sondern man kann sein Leben danach stellen. Das ist unwahrscheinlich. Er hat, als streng erzogener Katholik hat er die Welt nach Vorbild der Bibel erschaffen, wo wirklich ein Gott hingegangen ist und ähnlich wie mit den Engeln die Welt erschaffen hat. Und ist auch relativ nah eine Anlehnung zu einer Bibel. Die manche Geschichten wiederholen sich, die so wie in der Bibel stehen, wiederholen sie sich auch bei dem komplexen Thema des Herr der Ringe. Wir alle, die in diesem Verein tätig sind, haben dieses Buch gelesen, sind der Faszination erlegen. Das ganze Thema umfasst circa 20 Bücher über Karten, über verschiedene Schlachten, des ewigen Themas Gut gegen Böse. Das ist das Große und Ganze. Und wir haben uns halt so verschieben, dass wir uns 98 zu einem Verein zusammengeschlossen haben. Wir haben letztes Jahr ein kleineres Event gehabt in der Tanzschule hier in Neukölln und werden dieses Jahr nach Kreuzberg gehen, ins Stadthaus Böcklerpark, und am 2. und 3. September über 2 Tage ein richtig größeres Event machen mit verschiedenen Ausstellern halt auch, die alles zu diesem Thema gehen. Wenn ich hier diese Requisiten sehe, ist es an für sich ein Ausdruck des täglichen Kampf des Lebens oder ums Überleben? So kann man das sehen. Der Grundgedanke ist, dass die Welt, die er erschaffen hat, durch die Erstgeborenen am meisten bewohnt waren. Die sind irgendwann zurück zu den Göttern gegangen, weil sie unsterblich sind. Und der Mensch hat nachher als Rasse die Welt übernommen und ist ewig im Kampf um das Überleben des täglichen Essens, des täglichen Streites mit verschiedenen anderen Völkern. Und dadurch hat man halt die diversen Waffen zur Verfügung, um sich dementsprechend durchzusetzen. Nun ist ja der Herr der Ringe ein, oder das moderne Märchen, ja, oder gibt mehr Ausdruck als ein Märchen. Wie wollen Sie das sehen? Märchen ist gar nicht mal schlecht. Die Vorgeschichte zum Herr der Ringe, der Hobbit, war gedacht einst als Kinderbuch. Und der Verleger in Großbritannien hat das auch erst seinen Sohn zum Lesen gegeben. Und der hat dann gesagt, das ist gut, das könnte man verlegen. Und nur aufgrund dessen ist nachher der Herr der Ringe entstanden und dieser absolute Kult. Der Herr der Ringe zählt zu den populärsten Büchern im 20. Jahrhundert und wird derzeit verfilmt und kommt in die US-Kinos Ende 2001 und wird uns dann wahrscheinlich Mitte 2002 ereilen. Es ist das moderne Märchen. Nun ist ja bedauerlicherweise leider kein zweiter Teil geschrieben worden, obwohl dieser Teil mal angekündigt wurde. Der Comicfilm, der einst gedreht worden ist, mit Reellanteilen, ist ein einziger geblieben, weil seine Technik und seine Art und Weise der Erzählung seiner Zeit weit voraus waren. Der derzeitige Regisseur, der das macht, der Peter Jackson, hat das in dem derzeit im Internet stehenden Trailer, er äußert sich in dem Sprechen dazu, dass er sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir die Technik haben, um den Film zu in Bildern umzusetzen, genau, um auch das darzustellen, weil die Fantasy das größte Problem derzeit war oder bis immer war,
das darzustellen, die Landschaften, die verschiedenen Figuren. Man kann da nicht Puppen basteln, man muss sich da wesentlich mehr einfallen lassen, um das richtig zu machen. Und jetzt ist die Zeit, aufgrund der Tatsache, so wie Krieg der Sterne oder Jurassic Park gemacht wird, dass halt die Computer so viel übernehmen können, dass man den Film richtig in Bildern umsetzen kann oder die Bücher richtig in Filme umsetzen kann. Ist denn zu erwarten, dass sich ein Schriftsteller irgendwann mal dazu aufrafft, einen zweiten Teil zu schreiben? Das Schreiben ist ja schlecht. Die Geschichte ist ja eigentlich für sich abgeschlossen. Er hat eigentlich alles schon geschrieben, was zu schreiben geht. Das Einzige, was momentan ist, ist, dass sein Sohn, der älteste Sohn von ihm, nach und nach jetzt Geschichten hat noch rausgegeben, die nie veröffentlicht worden sind. Für uns als Deutsche ist das leider nicht vergönnt. Es gibt eine Reihe noch, die 12 Bände umfasst, wo aber leider nur 2 im Deutschen übersetzt sind. Es wird alle weiteren nicht im Deutschen geben, weil der Sohn es untersagt hat, diese Bücher nochmal zu übersetzen. Sondern wenn, dann muss man sie in Originalsprache lesen. Der dritte Band zum Beispiel ist ein schottischer Stabreim. Ich habe mich mal mit der Lektorin unterhalten, die hat gesagt, man kann es nicht übersetzen. Man kann entweder den Sinn übersetzen oder den Reim. Beides gleichzeitig ist unmöglich. Und er hat sich das halt verbeten, dass man dann nach ihm geht. Dann ist das wahrscheinlich in alter Sprache geschrieben, ja? Ja, der Tolkien war Professor in Oxford, war fast aller nordischen Sprachen mächtig und auch seine Elbensprache hat er aus diesen Sprachen entwickelt. Es wird nie jemanden geben, der es ihm nachtun kann, weil er so ein Perfektionist war. Wenn man sein Buch liest, ist man immer in der Lage, die Zeiten sind immer so gewählt, dass man wirklich so weiß, zu welchem Tag. Mondzeiten, alles ist so perfekt ineinander über, dass man immer weiß, zu welcher Zeit man ist. Und es gibt kaum jemanden, der so viel Wert darauf legt. Das ist das Problem der Könner, die ihr Können voraussetzen, wo andere leider nicht ranreichen. Das ist wohl wahr und er ist unübertroffen. Man kann, die Geister scheiden sich unwahrscheinlich an ihm. Diese Art zu schreiben bedarf relative Aufmerksamkeit und Freude. Ich kenne kaum jemanden, der sagt, es gefällt mir so lala. Das gibt's nicht. Ich kenne nur Leute, die sagen, das ist es. Und es gibt Leute, die mir sagen, auf gar keinen Fall. Was dazwischen habe ich ganz selten oder gar nicht gehört. Ja, du.